Trotzdem brachte er es als Ädil fertig, glänzende Schauspiele in Rom zu geben, wobei er zum ersten Mal auf dem sandbestreuten Marktplatz Elefanten mit Stieren öffentlich kämpfen ließ. Als er dann Afrika verwaltete, zeigte er sich als ehrlichen Verwalter. Das wird besonders erwähnt. Da kam der neue große Krieg. Gerade im Jahre 74, als Lucul Konsul war, rüstete König Mithridates von neuem ein Heer von gewaltiger Kopfzahl und warf sich zuerst auf das benachbarte Land Bithynien, dann auf das römische Gebiet in Kleinasien selbst. Pompeius und Lucul, beide Römer, verlangten nach dem Oberbefehl gegen Mithridates. Aber Lucul erhielt ihn. Wo steckt die Frau? Hier hören wir einmal von weiblichen Einflüssen. Man erzählt, unter den großen Damen der Halbwelt ragte damals eine gewisse Prezia hervor. Sie war Mätresse und Vertraute der einflussreichsten Männer. Lucul eroberte ihre Gunst mit Huldigungen und Prezia warb für ihn mit Erfolg. In der Tat aber hatte Lucul alles Recht auf diesen großen Posten. Denn er kannte Kleinasien wie kein anderer. Er hatte dort schon gekämpft, hatte dort insbesondere Kizikos, die Seestadt, aus Mithridates Händen befreit. Und eben jetzt stürzte sich der griechische Sultan wieder auf die Seestadt Kizikos, natürlich mit kolossaler Übermacht. Die Angaben über diese asiatischen Heere gehen immer in die Hunderttausende und man ist unwillkürlich geneigt, sie jedes Mal durch 10 zu dividieren.